Ja, das bin ich überzeugt. Und das glaube ich, dass das Projekt einen Vorzeigecharakter hat, weil wir im Frieden miteinander unterwegs waren. Im Wissen darum, es ist mangelhaft. Menschliches Unterwegssein hat Ecken und Kanten. Aber wir dürfen sagen, was uns stört. Wir dürfen sagen, für was wir uns einsetzen. Dass es noch nicht gut ist, sondern dass wir uns entwickeln können. Und dass wir vorsichtig miteinander umgehen und mit dem, wo ist und noch werden kann. Und wenn ich nur schon diese Bilder sehe, dann denke ich, was ist da passiert? Da gibt es in der katholischen Kirche Verletzung und Schmerz. Und das, was wir probiert haben, ist, das Gute vorzuheben, das Schlechte benennen und für Entwicklung offen sein. Und da nicht, weil wir so super sind, sondern weil wir es in dem Rahmen der katholischen Kirche machen. Dass wir miteinander feiern. Dass wir uns als Mittel zum Zweck verstehen. Dass wir ein Teil von dem sind, wo nicht mehr wichtig ist, es geht um Männer und Frauen, sondern es geht um den Glauben. Es geht um das, was das Zentrum ist von dem, wo ich daraus leben kann.